oben an. Wir fangen ganz oben rechts bei Gold an. So, wir sehen Gold und das wird heute auch das Thema hier im Seminar sein. Wir fangen an heute mit MTX Master Template und heute Nachmittag ist die Tagesstrategie dran mit Kinjun Sen. Die beiden Dinge wollen wir heute noch durchziehen und eine K Gruppe habe ich schon gehört heute, die wird mit Christoph sich dann nach oben verziehen und dann vielleicht noch mal tiefer in das Grid-System und Power Tools noch mal reingehen. Und die andere wird dann mit mir in Richtung Swing Trading reingehen. Audi Yen haben wir tatsächlich, und da habe ich diese Woche oder vor ein paar Tagen den Gegentrade verpasst, Long, und jetzt sind wir hier nochmal Short. Bleibt der Short Trade heute so, dann werden wir morgen also hier nochmal Short gehen und die Long-Position rausnehmen. Dazu komme ich aber später. Audi USD haben wir auch heute Abend ein Setup. Wir haben aber die Mindestanforderung hier nicht erreicht. Dazu komme ich später. Euro-Britisch Pfund hatten wir auch gestern gesagt. 160 Punkte, das ist zu wenig. Euro-Yen hatten wir auch nur 280, aber der Trade ist in den Gewinn gelaufen. Britisch Pfund Australdollar ist in den Gewinn gelaufen. Stocks ist ein Short-Setup, aber man kommt jetzt hier noch besser rein, wenn man ihn traden möchte. Kommen wir zu den amerikanischen Werten. S&P und Nasdaq, beides haben jetzt ein Short-Setup seit Tagen. Die Kerzen sind seit Tagen nicht gut aus, deswegen sehen wir hier Doppeldochte, Lunte und Dochte. Vielleicht wird es heute ein Short-Signal geben. Audi, Kanadisch-Dollar. Jetzt sind wir mittlerweile Wochenstrategie. Sind wir rausgekommen, weil wir besser reingekommen sind. Schweizer Franken, Yen. Diese Woche auf Wochenbasis gibt es dort ein Short-Setup. Euro-Kanadisch-Dollar auf Weekly-Basis haben wir erfolgreich getradet. Britisch Pfund Yen sind wir nach wie vor Short. Britisch Pfund Neuseeland sind wir nach wie vor Short. Und Öl sind wir auch nach wie vor Short. Und da bleibt der Anker auch bestehen. Gut, dann wechseln wir jetzt in die Boxen rein. Oh, ich sehe hier. Okay, hier. So, gestern haben wir hier ein bisschen geübt. Ich muss das jetzt hier mal koordinieren. Okay, einmal hier. Hier machen wir Vorlage Volabox. Holen uns auch die Swissbox rein. So, das Risiko heute stellen wir wieder ein auf 30 Euro bei einer 25er Box. Ziel 30 Euro. Okay, jetzt ist das soweit alles in Ordnung. €30 ist die Einstellung jetzt hier und wir fangen an und begrüßen jetzt hier heute auch die YouTuber. 15.700 ist die erste der erste Trade. Also Big Number 15.700. Wir gehen wieder wie gestern auch bei 15.707 Long und bei 15.692 Short. Wir haben die Vola-Boxen. Wo kommen die Vola-Boxen rein? Das schauen wir uns kurz mal an. So, das sind die Blue-Boxen. Das sind die Vola-Boxen. Bei 15.750 kommen sie rein. Das ist circa hier oben. Bin ich gespannt, ob sich der Kurs da entwickelt. So, wir gehen jetzt einmal auf die wieder Großwetterlage. Starten mit Ethereum, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short, 5 Minuten auch Short.
Nach Ethereum kommt Bitcoin 46.000. Daily Long 4 Stunden Short. Stunde Long 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Also leichte Tendenz nach oben im großen Paket. Jetzt gehen wir in die Technologie. S&P erst einmal. Bin zwar sicher unten Dow Jones. Dow Jones, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Short. Im Dow Jones ganz klar die Richtung Süden. S&P 500, Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Technologiebörse. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 und 5. Öl, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long. Im Gold, Daily Long. 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und der letzte Markt ist der DAX. Daily. Aktuell Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und wir sehen es hier im Daily. Da oben spitzt sich im DAX. Das sind die All-Time-Highs. Bin gespannt, ob von hier aus ein wenig Luft gelassen wird in den Markt. So, Big Number ist platziert als Eröffnungstrade. Eventuell Volabox kommt bei 50 rein. Bei Volabox haben wir heute nach wie vor die erste wieder Ziel 30 Euro, wie gestern auch, damit wir den Trade von Anfang der Woche hier dann auch kompensieren. Erster Trade in der Vola-Box. Schauen wir mal, wie es wert. Bei einer 30er-Box nochmal, beziehungsweise der 15er-Box mit 30 Euro habe ich Luft bis zum sechsten Trade, dann wird es eng. Wunderbar. MTX haben wir gestern getradet, beide Richtungen, Long und Short. Es gab gestern beide die Signallage. Wir sehen es hier, einmal Short, einmal Long. Der Long Trade. Da haben 15 Punkte gefehlt. Sonst wäre der Trade hier sauber raus. Bei den alten Stop-Loss-Marken von 260 wäre der Trade hier oben raus und da unten auch raus. Also das wäre da besser gelaufen aktuell. Gestern Abend gab es nochmal ein Long-Setup. Jetzt sehen wir sehr, sehr kleine Kerzen zur Markteröffnung. 8:42 Uhr. Gap haben wir heute nicht. Das wurde geschlossen. Dieses Mini-Gap hier sehen wir hier, die wurde gleich direkt heute Morgen geschlossen. Der Daily Pivot liegt heute bei 15.704 und das ist das, was wir in den letzten Tagen immer wieder gesehen haben. Die 15.7 ist die aktuelle Marke, wo der Kurs entweder nach oben läuft oder nach unten wegbricht. Schauen wir mal. Guten Morgen, Heinz. Es ist heute der vorletzte Tag hier. Hans-Peter, guten Morgen. Peter, guten Morgen. Christian, guten Morgen. Volker, salü. Michael, guten Morgen. Armin, guten Morgen. Karl-Heinz, guten Morgen. Alexander, guten Morgen. Aufnehmen. So, wir sind Short im ersten Trade, 8:46 Uhr. Ab dem zweiten Trade wird wieder auf angepasst gedrückt. Im Jetzt lassen wir aber unser Ziel da. Wir gucken hier nochmal. Ist alles soweit in Ordnung? So. 8:59 Uhr. 25 Sekunden, wir sind im zweiten Trade. Die gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an.
Wenn wir heute in den dritten kommen sollten gleich, dann werden wir hier unten die erste Unterstützung 38,2 wäre hier bei 65 vielleicht erstmal nehmen. Guten Morgen, Susanne. Und los geht's. So, wir sehen hier oben die Vola-Box, die wir auch aktivieren. So, 5,750 zu 5,735 haben wir die Vola-Box. Und wir sehen Schub nach oben. Und der zweite Trade hier ist im Gewinn. Und wir schließen jetzt alles. Die Eröffnungstrade ist damit in den Gewinn gelaufen. Der Eröffnungstrade ist jetzt in den Gewinn gelaufen auf dem Weg zum 1000. Handelstag. Und die Vola-Box, da haben wir jetzt den Fokus drauf, wenn wir hier reinlaufen. Er muss richtig reintauchen in die Vola-Box, dann wird die Vola-Box aktiviert. Hier holen wir mal den Order History Indikator rein. So, jetzt ist auch hier die Vola-Box aktiviert. Ich verabschiede mich bei den YouTubern und wir machen im Live-Trading-Raum und im Seminar hier weiter. Bedanke mich und wir sehen uns dann morgen.